Hallo und herzlich willkommen im Autocenter Dresden. Mein Name ist Max Weile und ich bin Verkaufsberater für die Marke Kia in Neuss. Ich nehme euch heute auf eine Probefahrt mit unserem Kia Stinger GT. Alle Informationen zu Verbrauchswerte und zum Thema Standort findet ihr einmal hinter euch. Kurz zum Auto, wir haben 366 PS, wir haben ein allradangetriebenes Fahrzeug und wir haben einen V6 mit 3,3 Litern. Was das Auto kann, zeige ich euch einmal, denn wir springen einmal rein. So, ihr seid auch schon da. Dann starten wir mal das Ganze. Bitte einmal anschnallen. Verbrauchswerte zum Auto findet ihr einmal auf eurer Kopfstütze. Wir fahren aber direkt einmal los. So. Wie gesagt, wir haben 366 PS. Wir haben Allrad, wir haben V6 3,3 Liter. Und schauen jetzt mal, was das Ganze kann. Ich schalte jetzt einmal auf unseren Sportmodus. Das Ganze wird dann etwas aggressiver. Schaltzeitpunkte sind was direkter. So, ist da frei? Perfekt. So. Kurz zum Auto. Wir haben verschiedene Features. Wir haben 360-Grad-Kamera. Das heißt, vorne, hinten und unter den Spiegeln haben wir einmal Kameras. Wir haben eine induktive Ladestation fürs Handy, Apple CarPlay und Android Auto, sprich voll vernetzt. Wir haben eine Sitzheizung, wir haben eine Lenkradheizung und wir haben auch eine Sitzbelüftung. Ich mache die auch mal für euch kurz an. So, Spaßknopf ist bei mir immer ESP und ASR. Einmal lange gedrückt, dann regelt natürlich so wenig wie möglich das Fahrzeug von selbst. Dann haben wir bei dem Auto einmal einen Klappenauspuff verbaut. Heißt, ab einer bestimmten Drehzahl, ab einer bestimmten Geschwindigkeit geht einmal die Klappe auf und wir hören einen etwas deftigeren, schöneren Klang. Dann schauen wir mal, wo wir langfahren können. So, dann fahren wir einmal links, rechts, frei, jawohl. Holla, das geht aber relativ schnell. Genau, also wir haben ein relativ hecklastiges Allrad, gerade wenn ESP und ASR aus ist, will das Auto mal ganz schnell nach links und nach rechts. Zu den Sitzen, wie gesagt, Sitzheizung, Sitzbelüftung, wir haben eine 10-fach verstellbare Sitzmöglichkeit, wir haben eine Lendenwirbelunterstützung, wir können die Oberschenkel unterstützen und macht auf jeden Fall Spaß. So, zu dem Auto selbst, wir haben verschiedene Assistenzsysteme. Wir haben einmal einen Totenwinkelwarner, wir haben einen Notbremsassistenten, wir haben einen aktiven Spurhalteassistent und ein Abstandsregeltempomat. Bedeutet, das Auto fährt quasi von selber, wir müssen die Hände nur noch am Lenkrad haben. Nein, Quatsch, das wird natürlich aufpassen, dass nichts passiert, aber das teilautonome Fahren bei diesem Auto ist wirklich gut gegeben. So, dann fahren wir einmal auf die Landstraße. Beschleunigungswerte von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden ist relativ zügig für so einen Gran Turismo, sprich eine große Limousine, Reiselimousine, wie man es nennen mag, ziemlich guter Wert. Höchstgeschwindigkeit sind wir bei circa, ich sag mal, zwischen 270 und 280 km/h, auch relativ zügig. Das heißt, abgegrenzt ist er nicht, ab 250 km/h geht es nochmal aufwärts, ja. Durchs Getriebe, 8-Stufen-Automatik, sehr, sehr gut übertragen. Schaltzeitpunkte sind sehr schön, sehr direkt. Und das werden wir jetzt auch einmal austesten bei einer Launch Control. Launch Control bedeutet, wir machen Sicherheitssysteme wie ASR oder ESP eingeschränkt, sage ich mal, aus. Launch Control, einmal Bremse komplett durchtreten, einmal das Gas durchtreten. Somit befördern wir das Auto relativ schnell von 0 auf 100. Heißt, einmal Bremse mit dem linken, einmal Gas mit dem rechten. Auto startet bei einer bestimmten Drehzahl und ab die Post. Und somit haben wir auch schon unsere Reisegeschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Und das, was ihr hier mitbekommt, hat nicht ansatzweise mit dem zu tun, was man mit dem Namen Kia in Verbindung bringt. Wenn ihr das Auto mal selber erleben wollt, kommt gerne bei uns vorbei. Wir sind im Autocenter Dresden in der Moselstraße 9, wahlweise auch in Korschenbruch oder Bonn. Beraten wir Sie gerne persönlich, einfach vorbeischauen und dann gucken wir uns das Thema gerne mal zusammen an.